Der große Preis. Justice gesagt, hier ist dieser Midnight Figure Feature. Star Wars Folge 350. Ja, ich wollte eine Jubiläumsfolge machen. Hab mir gedacht, komm, 350 Star Wars Ausgaben hier bei Midnight Figure Feature. Ne? Ist eh alles ein bisschen mit. Ist eh mal irgendwas mit Star Wars halt. Ne? Deswegen weiß ich gar nicht, ob diese Nummerierung ist eigentlich nur für so einen kleinen Überblick dann immer, dass man da schneller was findet. Dementsprechend müsste ich ja jetzt irgendwas an Figuren zeigen halt. Ne? So, Roomtour, displayte Sachen oder irgendwie sowas. Habe ich mir jetzt aber gedacht, vielleicht mache ich das erst zur Folge 400 oder 500. Ausgabe oder wenn ich 2000 Abonnenten habe oder irgendwie sowas. Also da warte ich noch ein bisschen mit. Habe aber trotzdem was Spezielles mir rausgesucht. Und zwar ist es ja eigentlich auch hier ein bisschen DSD seine Fernsehschätzkens. Weil Fernseh, da hat's mit Krieg der Sterne eigentlich so richtig wieder bei mir angefangen halt. Ne? Ihr habt es ja schon im Titel gesehen, große Preis, ne? Spezialgebiet Krieg der Sterne. Und zwar muss das, im Netz steht halt 1981, 82 irgendwie sowas, also da weiß auch keiner mehr genau. Es gibt halt nur diesen Ausschnitt, den ich euch zeige, den Link packe ich euch in eine Beschreibung rein von dem Video. Ich blende es ja gleich eh hier nur in der Ecke ein, deswegen setze ich mich schon mal ein bisschen so hin. Damit wir hier dann gleich so die Ecke haben und ich mache sozusagen Reaction dann dazu. Ich habe das ja in der 80er gesehen, live im Fernsehen. Also die Sendung war ja eine Aufzeichnung halt, gehe ich mal von aus. Lief seit den 70er glaube ich schon, ne? Der große Preis mit Wim Tölke. Lief dann einmal im Monat, meine ich. Da gab es noch einmal dieses Stichtag, Donnerstag in 8 Tagen oder irgendwie so, ja, 19.30 Uhr nach der Heute-Sendung, nach der Nachrichten halt, lief das vorher, hat man ja eh mal um 6:30, kurz nach 6 was geguckt, da kam Kinderserien, Cold Seavers hier, was auch immer, Trio mit 4 Fäusten oder so, Western von gestern und so ein Zeug, halt Zeichentrick-Sachen halt, ne, und das habe ich dann aber gesehen, das weiß ich noch, und komischerweise, ich weiß nicht, ob in der Zeitung, wahrscheinlich war in der Zeitung, in der TV hören und sehen, habe ich auch schon mal so alte Zeitungen gezeigt, die habe ich leider nicht aus 80er, aber ähnlich wie damals Rückkehr der Jedi-Ritter, dieses Bild aus Amerika, dieser Bericht war, mit Hans-Joachim Friedrichsdichter Kronzucker, war da halt auch ein Bild abgebildet und irgendwas mit Star Wars. Ich glaube wahrscheinlich das Duell mit Ben und Obi-Wan. Und ich habe dann ja, Kassettenrekorder wieder genommen. Und wie man es so oft gemacht hat, das habe ich bei hier, mein Name ist Hase, habe ich das gemacht. Bei zig Sachen halt, Alpha 5, dass ich auch die Musik dann dazu hatte, was ich halt toll fand, dann habe ich es aufs Kassette gehabt. Problem war natürlich immer, entweder habe ich selber reingequatscht, was ich ja so auch gerne mache, oder ja, Mutter war zugange, Vater wollte mich ärgern, hat einen Spruch gemacht, aus dem Esszimmer raus oder was weiß ich und so, ne? Und hin und her. Da weiß ich aber noch, dass ich das aufgenommen habe und die Kassette hatte ich auch echt lange noch. Ich glaube so, ach, bis ich 18, 20 war, habe ich dieses Tape noch gehabt, ist leider weg. Ich habe immer mal alte Kassetten von mir wiedergefunden halt, aber dieses ganze Aufgenommene, auch wenn man als Kind gespielt hat, wenn du halt Geräusche gemacht hast und was weiß ich so und hast deine eigenen Storys da zusammengesponnen mit Krieg der Sterne-Figuren und so, oder mit Lego, Playmobil da, ich habe ja mir da schon mal John Zinkler-Figuren von bemalt, Sachen mit einer Zange halt kaputt gemacht, die Waffen oder so Zacken ran gemacht, dass die, was auch immer, kommen wir irgendwann auch mal zu. Hab das dann aufgenommen und in dem Moment hat dann auf jeden Fall Mutter, fing sie an mit Staubsaugen und das weiß ich noch, da habe ich dann irgendwie gesagt so, Mama, ich bin am Aufnehmen. Ich meine, der Spruch hat sich auch 15 Jahre oder länger gezogen, wenn man irgendwie Scratches aufgenommen hat, ich bin am Aufnehmen. Auf jeden Fall im Wohnzimmer, ich mit dem Kassettenrekorder habe das aufgenommen. Ich sag da gleich noch was zu, wenn ich das Video zeige, ich unterbreche das dann und hau dann nochmal die passenden Storys dazu raus halt. Die Kassette hätte ich halt gerne, ne? Also für sowas ist eine Zeitmaschine eigentlich geil, nur um so Momente nochmal zu erfahren. Und das gibt es auch schon länger im Netz, das habe ich auch auf einer alten Festplatte gehabt, habe es jetzt aber nochmal gefunden, wo auch Ausschnitte von Krieg der Sterne gezeigt werden halt, also vom ersten New Hope halt. Und das fand ich halt total geil, weil zu der Zeit in den Sendungen, was gab es da noch hier,
Teleillustrierte oder so im ZDF halt, irgendein Ding war auch mit Wim Tölke, da war Christopher Lima da, anlässlich zu Gremlins 2. Ne, da hat er ja da so einen Mad Scientist gespielt, kam mit so einer Gizmo-Figur da on stage sozusagen. Und wenn die Ausschnitte gezeigt haben, gingen die immer 2 Minuten. Und das waren dann aber auch komplette Szenen, nicht so wie, wie so schnelle Trailer-Spots, Teaser-Dinger, zack, zack, zack an Szenen. Nee, da wurde dann ein bisschen mehr gezeigt. Unter anderem dann das Duell halt, ne, Ben gegen Vader und solche Sachen. Was da aber auch noch komisch ist, weil ich erinnere mich auch noch fester auf jeden Fall, ich meine, man weiß, dass viele Sachen, wenn man sagt, man hat eine Erinnerung aus der Kindheit und so, ja, das ist vielleicht doch ganz anders halt, weil das Gehirn einem so ein bisschen ein vorspinnt. Aber wie gesagt, das habe ich ja auf Kassette gehabt, halt, dass ich das aufnahme. Und ich weiß nicht, ob es in der Sendung war, weil ich bin mir sicher, das kam mir als Kind total lange vor. Das sind jetzt im Ganzen vielleicht 6 Minuten oder so. Ne? Die kriegen dann halt so Zwischenfragen, erstmal so, um es locker zu machen. Und dann kommen sie halt in das Spezialgebiet in so Kugeln rein. Und da ist die gute Dame dann ein bisschen abgeschissen. Die war wohl auch von so einem Star Wars Fanclub, aber da waren auch Fragen bei. Wie gesagt, das werdet ihr gleich sehen. Da lacht sich kaputt. Also dieser Spezialist ist eh so ein ganz spezieller Typ gewesen, wo ich mir auch denke, Alter, der hat mit Star Wars gar nichts am Hut gehabt und kriegt der Sterne so, aber so ein Filmexperte oder so wahrscheinlich, weißt du. Bisschen ungerichter und so, da haben sie schon harte Dinger rausgehauen. Es gibt auch noch eine andere große Preisfolge, die habe ich im Netz gefunden, da ist das Spezialgebiet Walt Disney. Auch ganz witzig, das packe ich vielleicht mal demnächst zu Fernsehschätzchen mal so zusammen. Da wurde auch extra noch ein Lied produziert, so ein paar kostümierte Disney-Figuren sind da durchs Studio gelaufen und so. Auch interessant, aber bei dem Star Wars, das Ding ist halt, ich weiß noch, da habe ich auch mit Eltern vom Fernseher gesessen und dann haben sie aber Imperium schlägt zurück gezeigt, Ausschnitte, unter anderem die Weltraumschnecke, ja, der Xylo, wie heißt das, weiß ich nicht, damit X irgendwas, wo der Falke wieder aus der Höhle fliegt, du hast halt die Szene gesehen, wie die Höhle zusammenstürzt, das ist keine Höhle, und der Falke aus den Zähnen fliegt, dann siehst du halt noch die Handpuppe so, dann Ausschnitte mit Hutangriff, mit den Ad-Ads halt, und da war ich total fasziniert und hab das dann als Kind versucht nachzumachen, dachte immer, ey, riesige mechanische Dinosaurier und sowas, und ich bin mir da also auch zu 95%, 99% sicher, das war auch beim großen Preis. Die Frage ist jetzt allerdings, ob das in dieser Sendung war, vielleicht weiß da einer was drüber von früher, ne, von unseren älteren Semestern, und kann mir da mal was zu schreiben. Oder ob das nochmal eine Extra-Folge war. Oder vielleicht war es gar nicht der große Preis. Aber ich bin mir sicher, weil Türke Stimme und so, das hat man ja immer im Kopf gehabt. Ich dachte auch früher erst bei Dalli Dalli wäre es vielleicht gewesen. Aber ich glaube, da war das nicht mit Filmausschnitten halt und so weiter. Ich dachte für den großen Preis. Sonnabend in 8 Tagen. Aber nichtsdestotrotz gucken wir das jetzt einfach mal. Ich werde da zwischendurch noch was zu erzählen. Ich hoffe jetzt, dass keiner gleich hier während der Aufnahme mit dem Staubsauger reinkommt. Weil dann muss ich wieder schreien, ich bin am Aufnehmen. Am dran sein oder so. Ich mach mal an, ne? ihr seht's dann hier und dann gucken wir mal. Los, mach fertig. Biologie befasst sich auch Theologin, oder nicht? Ja, in gewisser Weise. Ja, ich frage deshalb, weil Sie als Thema den Krieg der Sterne haben. Ich wollte also mal bei Ihnen feststellen, ob Sie also als Theologin den Himmel auch hinter den Sternen suchen, oder? Auch schon geil, ne? Er sagt, als Thema den Krieg der Sterne haben. Sie ist Theologin halt und so, finde ich aber schon super. Da wurde Krieg der Sterne gesagt und wie komisch, er auch mal nachfragt halt und so, ne? Das ist schon ganz witzig. Ich muss ein kleines bisschen lauter hier machen. So, weiter geht's. Hat das andere Gründe, das Thema hier? Irgendwie ist Religion ein ziemlich trockenes Thema und Geschichte auch. Und da ich eine Schwäche für Märchen habe, ist das irgendwie so eine Art Ausgleichssport. Geil auch, ne? Ausgleichssport. Ja, Theologin, Religion, gut, hat Märchen, alles hat Krieg der Sterne. Ist halt alles auch Krieg der Sterne, ne? Schön. Weiter hier. Wie schön. Und die beiden Filme, um die es da geht, sind ja so auch ganz besondere Filme, nicht? Aha, siehste, er sagt nämlich, um die beiden Filme, um die es da geht, sind 2 besondere Filme. Also, wann ist bei uns Empire rausgekommen? 82, Jedi 85, ja, eigentlich ja 83 im Original, ne, Rückkehr der Jedi-Ritter. Dann muss das doch vielleicht so 1981, 82 gewesen sein. Und ich schwöre dir, da wurde noch mehr gezeigt. Wenn er über beide Filme redet, haben die 100 Pro was zu Imperium schlägt zurückgezeigt. Weil ich meine, die haben das gezeigt und da hast du die Walker gesehen und Bespin und so, weiß ich gar nicht, Vader-Duell. Aber ganz sicher weiß ich, man hat die Szene gesehen, halt Weltraumschnecke, Asteroiden-Action da halt, ne, Falkenflucht, oder Jagd nach dem Falken halt und Hutangriff. So, weiter hier. Weltweit 100 Millionen Dollar Einnahme. Und ich glaube, in Deutschland alleine 10 Millionen Besucher. Das ist ein ganz ungewöhnliches Ergebnis für einen Film. 10 Millionen Besucher, ganz ungewöhnliches Ergebnis. Ich meine, aber zu der Zeit normal, ne?
Das ist nicht so mit der 80s, ey. Mann, so weiter hier. Wir ja, auch gar nicht mit seiner Kladde, ne? Jetzt kommen die Fragen. Der vom Film eine Menge versteht, der macht sogar welche. Ich begrüße Herrn Dr. Hans Borgels. Guten Abend. Filmjournalist. Dr. Hans Borgels, Alter. Ja, mal googeln, was der so gemacht hat. Und am Sonntag, jetzt, am Sonntag läuft... auch geil, Grete Weiser Buch, neu erschienen. Ja, das passt jetzt auch voll zum Thema zu Krieg der Sterne und so. Ich meine, das haben ja auch viele ältere Semester geguckt halt, aber ich habe es als Kind immer gerne geguckt, große Preis. Alleine hier, ne, Wum und Wendelin von Loriot halt und so weiter, da machen wir gleich nochmal so Dinger rein. Aber komm, weiter hier. Mal den Dr. Hans Borgelt, Borgelt hören, Borgelt. Am Sonntag, jetzt, am Sonntag läuft, das anlass des 80. Geburtstags von Grete Weiser, ein Grete Weiser Film. Von Herrn Dr. Borgelt, der ihn als Regisseur und Autor gestaltet hat. Aha, er hat eine Grete Weiser-Doku gemacht. Aber pass auf, wenn die sagen, anlässlich des 80. Geburtstags von Grete Weiser, kann man ja rausfinden, wann der große Preis gelaufen ist, in welchem Jahr. Und dann wissen wir ja, ob Imperium und Dings. Ja, hätte ich jetzt Internet zu Hause, hätte ich jetzt mal kurz geguckt. Grete Weiser, ne, Geburtsdatum, bla bla bla, 80 Jahre, hochrechnen, hin und her. Könnt ihr im Nachhinein dann selber machen oder ich sag das in irgendeinem Video nochmal halt. Aber ihr habt eh eure Phones da und hin und her. Ja, ich muss Videokassetten durchsuchen. Nein. So, komm weiter hier. Er erzählt noch, macht noch ein bisschen Werbung dafür, das ist ja toll. Also. Auch geil, also Spannung, Spaß, Unterhaltung, nicht sehr tiefgehend, wie er schon hier seine ganze Dings da, Alter, wie er, das Gestik halt, ne? Was für ein Typ, Alter, ey, ohne Scheiß, da kriege ich, ja, fand ich als Kind wahrscheinlich auch schon sehr unsympathisch, diesen Herrn. Aber man kann beobachten, vor allen Dingen in der Zeit nach dem letzten Weltkrieg, dass die Angst vor der Zukunft, die Angst vor dem Leben, diesen Charakter der Science-Fiction-Filme bestimmt. Wir haben ja alle Angst irgendwie vor der Atombombe, vor einem Atomkrieg, der sich in die Stratosphäre hinein transportieren lassen würde. Und davon profitieren Filme wie diese, die nicht, dass sie diese Angst verstärken, aber dass sie Möglichkeiten zeigen, die sich ergeben könnten in der ferner Zukunft. Ja, und damit fertig zu werden auch, ne? Ja, klar, um damit fertig zu werden auch, ne? Ja, es könnte ja passieren, aber es ist doch in einer weit, weit entfernten Galaxis vor langer Zeit, Alter. Hat er, ich denke, er ist Experte. Also was erzählt er? Das ist doch nicht in der Zukunft. Also schon mal absoluter Fail. Was für ein Experte. Aber guck mal jetzt bitte, wie geil, oder? Diese Rückwand, weil das weiß ich dann noch. Chewbacca siehst du da, Leia halt, 3PO. Sie hat aber auch, was ist das, einen geilen Trainingsanzug an oder so? Auch nicht schlecht. Aber das weiß ich, da wurden halt immer Bilder eingeblendet. Und shit, mein Reis verkocht. Ich mache mal kurz einen Break. Ich mache wieder alles auf einmal. Und dann gehen wir hier weiter in die Folge. Jetzt. So, machen wir weiter. Essen ist am Kochen am dran sein. Ja, fast wie früher, ne? Ihr guckst, der große Preis, gab's Abendbrot. Ja, jetzt ist mittags. Ich nenne das auch demnächst in High Noon oder so. Figure Feature. Nein, Quatsch. Egal. So, weiter geht's hier, ne? Lass mal hören, was der Experte dazu sagen hat. Und Tölke und die Ausschnitte vor allen Dingen jetzt. Ja, vielleicht auch. Wir versuchen mal. Wir zeigen mal einen Ausschnitt aus dem Krieg der Sterne, damit wir die Zuschauer, die ihn nicht kennen, ich liebe das aus dem Krieg der Sterne. Was es dabei geht. Yes! Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Nur ein Meister des Bösen. Das. Dazu auch nochmal. Das ist nämlich das Geile. Ich weiß gar nicht. Ich habe damals natürlich den ersten Krieg der Sterne dann schon als VHS-Raubkopie gesehen früher. Ne? Das war ja so mal, ich meine, Sicherheitskopien oder so dann. Ne? Da hat man ja auch viel so Horrorzeug, Splatterzeug gesehen und was weiß ich, habe ich auch schon mal ab und zu von erzählt. Aber da ich das ja auf Kassette aufgenommen hatte, ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht auf VHS aufgenommen habe. Also wir hatten ja definitiv schon einen Videorekorder, weil ich ja vieles schon gesehen hatte dann halt. Kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern, ob ich den ersten Krieg der Sterne wirklich im Kino gesehen habe. Also da müsste ich ja gerade, da war ich ja gerade mal 5 oder 4. Das weiß ich nicht mehr genau. Empire weiß ich auf jeden Fall und Rückkehr der Jedi-Ritter, da war ich sogar öfters drin, hinterher auch alleine und so weiter. Da habe ich noch andere Storys zu, im Dortmunder Filmcasino halt. Aber da weiß ich nicht, ob ich das
ich kann es echt nicht mehr sagen, ob ich den vorher schon auf VHS gesehen habe oder dann zu der Zeit und gesagt habe, den will ich unbedingt sehen, ach guck mal, da gibt es noch einen Teil davor. Wie gesagt, ich weiß nicht, in dieser Sendung, ich bin mir sicher, dass die beide Teile die Ausschnitte gezeigt haben, Empire und New Hope. Auf jeden Fall konnte ich den Spruch dann, weil ich das ja immer auf Kassette gehört habe, konnte ich den immer schon mitsprechen. Halt, ne? Der Kreis schließt sich, als ich euch verließ, weil ich euer Schüler, bla 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 und so. Vor allem nur ein Meister des Bösen darf. So, voll gut. Und ich glaube, in dem Moment hat Mutter sogar den Staubsauger angemacht und ich dann so, nein, ich bin aber aufnehmen. Und da hast du wieder gehört, so, wuh. Und da waren die Staubsauger noch ein bisschen lauter, ne, in der 80er, Anfang der 80er. Voll geil, Alter. So, weiter hier. Na ja, gut, da kann ich ja jetzt drüber reden halt, ne. Kommt ja nichts mehr in Dialog. Aber das Geile ist, wie gesagt, guckt euch das an. Kompletter Szenenausschnitt halt, ne, komplette Szene. Jetzt die Stormies, die rüberrennen halt. Wie geil grisselig das aussieht. Wie heißen die beiden Duellanten, die wir da eben gesehen haben? Und zwar mit ihren richtigen Namen. Mit ihren Auch geil, ne? Komm, R2, wir verschwinden hier. Also ey, da kann ich mich, das ist so geil. Ich krieg gerade voll den Flashback, wo ich das als Kind gesehen habe und ja, das aufgenommen habe. Ich krieg hier, guck mal, ist geil, Alter. Ey. Volles Fund, ey. Geil. Super. Ey, so eine Scheiße. Ich hätte dieses verdammte Tape, diese Kassette, ey, wie ich als Kind da drauf laber und voll abgehe, auch dann mit den Robotern halt und so, ne? Ja, wie heißen sie denn? Das ist aber auch geil, wie er fragt, mit ihren richtigen Namen. Was sagt sie jetzt? Anthony Daniels, Kenny Baker? Nein, er will ja wissen, diese Roboter. Ne? Ey, auch so geil. Warte, ich mach nochmal das kleine Stückchen hier zurück. Wie er nochmal fragt. Komm. So, warte, komm, wir verschwinden hier. Wir verschwinden hier. Jetzt. Wie heißen die beiden Duellanten, die wir da eben gesehen haben? Und zwar mit ihren richtigen Namen. Ach so, die Duellanten. Ich habe verstanden, die Droiden, die Roboter. Er meinte jetzt hier Alec Guinness und Prowse. Ne? Also, Lord Darth Vader, ne? Und Obi-Wan, Ben Kenobi. Ja gut, ich meine, können wir ja alle beantworten. Ne? Aber wie geil er spricht, ey. Namen, nicht mit ihren richtigen Namen. Ah. Das waren Lord Darth Vader und ja. Obi-Wan Ben Kenobi. Das Gute und das Böse im Grunde genommen. Nicht? Das war die erste richtig beantwortete Frage. Auch geil, ne? Das Gute und das Böse und so. Und auch mit dem Lord Darth Vader. Das war ja dann damals auch immer halt, ne? Hammergeil, schön. Wer sagt in die... Auch geil. Barbara Tormalen. Guck mal, da hat sie schon zwei Unis für gekriegt halt. Würde mich mal interessieren, was die Dame heutzutage so macht, ob es der gut geht und ob die immer noch Krieg der Sterne Fan ist und so. Ich glaube, da digge ich mal nach. Also vielleicht findet man die irgendwie. Und ich würde gerne wissen, wenn das einer sieht hier oder die das von früher kennen halt, also unter dem Original, jetzt unter dem YouTube-Video sind ja auch ein paar Kommentare halt und so. Ich glaube auch, wir haben welche, die aus diesem Club, in dem Star Wars Club damals waren, in dem Krieg der Sterne Fanclub, haben sich da auch zu Wort gemeldet halt. Das würde ich gerne mal wissen, welcher Club das war, ob das die sind, die später auch hier dann jetzt ne, hier Star Wars Fanmagazin da machen und so, die ganze Posse da. Oder ob das die Berliner waren und so weiter. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. So, komm, dann lass mal die nächste Frage machen. Wer sagt in diesem Film folgenden Satz? Sie sind mit diesem Wrack hergekommen? Sie sind mutiger, als ich dachte. Das ist Prinzessin Leia Organa, die das zu Han Solo sagt. Ja, auch das ist richtig. So geil, oder? Ich geh kaputt. Vor allem wie geil, ne? Sie sind mutiger als ich dachte. Das ist auch so ein typischer Spruch. Und ey, das ist genau die Scheiße, die ihr als Kind schon drin hattest. Und ich glaube, das habe ich mir auf Kassette mehr angehört, als bis ich dann auf VHS irgendwie Krieg der Sterne hatte dann halt so, ne? Da irgendwie so eine Sicherheitskopie halt. Ey, ohne Kack, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Ich gehe kaputt, ich scheiß mich ein. Nein, Entschuldigung. Geil. Jetzt kommt die Masterfrage für Sie. Die Masterfrage. Guck mal, drei Fragen, Alter, Hammer. Die Fragen sind doch viel geiler, aber wartet mal, was gleich für komische Fragen kommen. Das ist halt echt ein Witz. So, Masterfrage. Für welchen berühmten britischen Star wurde das Drehbuch vom Krieg der Sterne dreimal umgeschrieben, weil George Lucas den Star unbedingt dabei haben wollte? Ja. Für Sir Alec Guinness. Den wir auch eben gesehen haben als Vertreter des guten Ben Kenobi. Welche vom Regisseur George Lucas selbst gegründete Firma ist für die Spezialeffekte von, das ist der andere Teil dieser Star Wars Filme, Das Imperium schlägt zurück, verantwortlich? Gut, die Antwort wissen wir halt, ne? Aber siehste, er sagt der andere Teil, Das Imperium schlägt zurück, also muss die große Preisfolge davon,
Ey, wann ist der bei uns in Deutschland angelaufen? Verdammt normal, Alter. Ich habe das in irgendeiner Bravo wieder stehen halt und so. Man könnte ja jetzt mal eben im Netz gucken, ne, und hin und her. Aber ist der 81 bei uns gekommen oder doch erst 82? Und Rückkehr der Jedritter war dann 85 bei uns. Das hat sich ja immer ein bisschen, ne, damals war das ja auch, ey, da liefen die ein halbes Jahr oder ein Jahr schon in Amerika im Kino, die Filme. Und sind ja dann erst ja bei uns ins Kino ausgestrahlt worden. Das haben wir ja hier, als ich diese Filmillustrierten durchgeblättert habe, ne, das sieht man da auch an bestimmten Erscheinungsdaten, halt, gerade zur Weihnachtszeit dann und was weiß ich so. Bei uns war das ja auch zur Weihnachtszeit und dann nicht im Mai halt oder was weiß ich, wie in den Staaten halt. Ne. Gut, dann war es ein halbes Jahr Abstand. Krass. So, was hat er gefragt? Ich habe schon wieder vergessen. Ach so, hier wegen ILM-Dingsbums da, ne? Gut, weiter geht's hier, pass auf. Das ist Industrial Light and Magic. Das stimmt aufs Wort. Jetzt noch die fünfte Frage und Sie haben auch 1200 Mark. Wo fanden die Außenaufnahmen statt, die auf dem Planeten Tatooine spielen? Die fanden in Matmata in Tunesien statt. Bravo. Geil, Alter, schön. Obwohl, hier steht, jetzt sehe ich gerade, ca. 81, 82, aber ja, das kann man, wie gesagt, können wir ja rauskriegen irgendwie noch, ne? Dann wahrscheinlich auch ungefähr wegen der, was hat er gesagt? Grete Weiser-Dings vorhin halt, ne? Alter, ich geh kaputt, wie geil das ist, Alter, ey. Mann, Alter, ich will eine Zeitmaschine haben. Ich will das, warum habe ich keine alte Videoaufnahme von der ganzen Sendung, ey? Ich brauche eine Second, wie ich da gesessen habe als Blatt. Ich saß da so nah wahrscheinlich wie jetzt, aber vor dem Fernseher dann halt davor halt und so weiter. Unglaublich, ey. Mann, 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 ich muss mal einen Schluck Wasser trinken eben. So. Mal kurz die Kehle befeuchtet, Alter. Feuchte Augen habe ich ja schon. Ey, das ist echt hammergeil, Alter. Ich liebe sowas, ey. Mann, 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 ey. So, jetzt geht's dann zu dem Expertending, ne? Guck mal, jetzt läuft das gerade mal 4 Minuten, 5 Sekunden. Und dann geht's jetzt weiter, ne? Gratuliere eben. Danke. Ach, ab in die Kugel. So, nun eine Schlussrunde um die dreiteilige Frage, die Sie... Aha. Ja, da ist leider dieser Cut drin halt, ne? Aber derjenige, der das hochgeladen hat, der muss doch noch die ganze Sendung haben. Ey, warum sind die Sachen mit Empire da nicht drin? Also jetzt ohne Scheiß. Der hat ja jetzt schon zweimal Empire erwähnt halt und so. Und das war die Sendung auch. Die haben Ausschnitte genug da gezeigt. Ich. Entschuldigung. Aber war nicht vom Bier, war vom Sprudel. So. Antworten müssen innerhalb von 60 Sekunden. Jetzt kommen harte Fragen. Stimmt, das war so. Es wurden, glaube ich, alle drei Fragen erst direkt gestellt. Und dann haben sie halt eine Minute Zeit gehabt, das zu beantworten halt. Und haben dann auch die Fragen nochmal ausgedruckt gehabt halt und so weiter. Also hat sie jetzt 1430. Warte, ich mach mal eben nochmal ein Stück zurück, was sie gerade gewonnen hatte. Ja, da waren 1000 Mark. Und dann hat sie ja... Guck mal, gehen wir nochmal zurück hier. Hä? Aber sie war doch gerade schon auf 1000. Und wenn das nochmal 200... Ja, komisch. Ja, wenn sie auf 1200, dann sind ja nochmal 230 D-Mark dazugekommen. Also waren doch dann nochmal irgendwo Zwischenfragen. Da war bestimmt noch was zu Empire oder so. Weil er hat ja gerade einen anderen Dings gekriegt. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt schon ein paar große Preisfolgen geguckt, die auf YouTube waren und so. Ne? Und da war zwischendurch auch noch ein bisschen. Bei diesem Disney-Ding, wie gesagt, das mache ich die Tage auch mal. Dann machen wir auch mal so ein kleines Reaction-Ding nochmal dazu. Das habe ich jetzt zwar schon einmal geguckt, aber da gibt es genug zum Aufregen, zum Kommentieren und so. So, kommen wir jetzt weiter hier. Diese Kugeln finde ich auch total geil. Wo die als Kiddy auch mal drin sitzen. Dachte ich mal, das wäre so eine Sphäre, so ein Raumschiff oder so. Okay, weiter hier. Antworten müssen innerhalb von 60 Sekunden. Kopfhörer sind auch geil. Dann verdoppelt sich der Kapital, sonst verfällt es zugunsten Aktien Sorgen gehen. Wären die Umschlag 1, 2 oder 3? Umschlag 3, bitte. Umschlag 3, gut. Ja, lesen Sie die Frage vor, Ihr Experte, Herr Dr. Borgelt, wird das alles verfolgen. Es geht also um die Filme Star Wars 1 und 2. Hier ist die Frage. Viele. Geil, aber er sagt trotzdem Star Wars 1 und 2 schon. Das ist ja auch ja, relativ ungewöhnlich, weil ich weiß, dass die alten Richter haben die auch immer oft von Krieg der Sterne noch geredet. Zumal ja auch Krieg der Sterne auf den deutschen Kinoveröffentlichungen stand, Bücher... Gerade auch bei Imperium, ne, habe ich ja auch noch genug Zeug halt, wo immer Krieg der Sterne noch beistand. So. Okay, jetzt geht's los hier. Personen und der Personen und Dinge, die im Krieg der Sterne eine Rolle spielen, sind Anleihen aus früheren Filmen und Büchern. Erstens, welcher Roboter der Filmgeschichte hat die Gestaltung von C3PO beeinflusst? Zweitens. Ja gut, erste Frage, die kann man beantworten. Ne? Also, ja. Gut, hätte ich jetzt als Kind nicht unbedingt gewusst, obwohl ich Metropolis damals ja auch schon gesehen habe halt und so. Okay, zweite Frage.
Der Heimatplanet von Luke Skywalker heißt Tatooine. Er hat ein berühmtes Vorbild in einem Science-Fiction-Film von Frank Herbert. Wie heißt dieser Planet? Kann man auch beantworten, ne? Also mittlerweile als Science-Fiction-Film Frank Herbert, ne? Das weiß man auch. Wo ja Jodorowsky auch mal eine Verfilmung von machen sollte und dann gescheitert ist und wo ja jetzt demnächst wohl auch ein Remake kommen soll oder wieder eine Fernsehserie, ich weiß es nicht. Habe ich übrigens auch als Kind damals im Kino gesehen, war ein bisschen verstört von dem dicken fliegenden Mann da, fand die Sandwürmer total geil. Das mit dem Spice habe ich als Kind nicht richtig mitgekriegt und ja, hatte auch Krieg der Sterne erwartet so und war dann doch ein bisschen anders. Ne? Also als Kind habe ich den komisch wahrgenommen. Okay, dritte Frage. In deinem Science-Fiction-Roman, Entschuldigung, von Frank Herbert. Hä? Ach, war Dune noch nicht raus? Und er sagt in einem Roman, krass. 3. Im Krieg der Sterne kehrt Luke Skywalker von einem Abenteuer nach Hause zurück und findet Onkel und Tante erschlagen und ihr Heim verwüstet vor. Das stimmt ja wohl auch schon wieder nicht richtig. Erschlagen und ihr Heim verwüstet vor. Die sind verbrannt worden. Verbrannt worden sind sie, Alter. Da liegen ja nur noch die qualmenden Skelette. Wer hat sich die Fragen ausgedacht beim ZDF? Was ist das wieder? Wahrscheinlich der Doktor, hast du nicht gesehen, der Superexperte, der Grete Weiser, Doku-Regisseur, aber Krieg der Sterne-Experte oder was? Okay, weiter. Von welchem berühmten John Wayne Western wurde diese Szene inspiriert? Ja, das ist natürlich hart, ne? John Wayne, obwohl er als Kiddie lief ja samstagabends spät immer oder so, lief ja immer Western halt so, ne? Und habe ich bestimmt als Kind auch geguckt, aber ich wüsste heute auch nichts mehr. John Wayne irgendwie, gut, bestimmte Szenen wahrscheinlich, die würden mir noch einfallen, dann, wenn ich was sehe und dann so, ach jo, aber wüsste ich jetzt auch nicht. Und die finde ich schon ganz schön hart, die Frage, obwohl die wahrscheinlich auch in jedem Buch steht hier. Cinema des George Lucas halt und was weiß ich, wird das drinstehen, aber hätte ich jetzt nicht gewusst. Hätte das von euch einer gewusst hier, welche Szene aus John Wayne Film ist die Todes-, also die Leichenfund-Szene der, des toten Onkel und Tante da? Keine Ahnung, so, jetzt lass mal gucken, jetzt kommen die Antworten. Jetzt läuft die Zeit. Also es tut mir leid, ich kann diese Frage nicht beantworten. Welche? Alle. Ne! Was? Sie kann nicht eine Frage davon beantworten? Das ist aber Hardcore, Alter. Oh mein Gott. Das ist doch Kacke. Also die ersten beiden doch bestimmt, oder? Also ohne Scheiß, wenn sie doch da wegen Märchen, Science Fiction und hin und her. Boah, das ist aber bitter. Okay, komm weiter. 55 Sekunden hat sie noch. Alle drei nicht? Also ich kann dazu sagen, dass in Frage 1 der Roboter der Filmgeschichte, also aus Metropolis stammt. Ja, ist schon richtig. Aha. Ja. Aber und weiter? Zu Frage 2... Und 3 kann ich keine Antwort geben. Scheiße, ey. Dann müssen Sie sie uns geben. Tut mir schrecklich leid. Jetzt kommt der Klugscheißer. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Was er jetzt... jetzt kommt's. Also das war immer komisch. Das war alles immer so komisch sachlich. Aber so war das früher, ne? Ja, der Science-Fiction-Roman von Herbert, der auf einem gewissen Planeten spielt, heißt Dune, der Wüstenplanet. Ja. Und im... Der John Wayne-Film Der schwarze Falke. Der schwarze Falke, okay. Aber doch, das wird wahrscheinlich schon mal erwähnt, bestimmt in den Lucas-Dingern da, ne, wenn er da über auch Flash Gordon, die alte Schwarz-Weiß-Serie, redet und so, was ihn inspiriert hat. Wahrscheinlich hat man es auch da in Interviews mitgekriegt. Ne? So viele Interviews gab es ja zu der Zeit nicht, die man geprintet gesehen hat, gelesen hat oder so. Aber wie oft er runtergucken muss, ich denke, er ist Experte. Das muss er doch dann im Kopf haben. Also das ist immer ein bisschen komisch. Toller Experte, ey. John Ford hat diesen Film im Krieg der Sterne, in dem er zurückkommt und Onkel und Tante erschlagen vorfindet, inspiriert. John Wayne. Das tut uns schrecklich leid. Dann müssen wir jetzt weiter. Schade, zu Ende. Also das tut uns schrecklich leid. Und dann sind sie zum nächsten Special gegangen oder was? Mann. Ja, schade, wie gesagt, das würde ich gerne mal die komplette Sendung sehen. Ne? Weil auch mit den Empire-Ausschnitten und so. Vielleicht hat der damals... Das ist ja schon seit zig Jahren hochgeladen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber auf jeden Fall wirklich zig Jahre. Das habe ich damals schon mal gefunden im Netz. Weil ich ja dann immer dachte, komm, ich suche mal meine alten Kindheitserinnerungen und sowas im Fernsehen. Dann suche ich einfach mal. Eine ganze Folge davon wäre geil. Ich glaube aber hier ZDF, diese Digitalkanäle oder was weiß ich, ne, wo Mediathek ist, die hauen das ja auch nicht raus. Genau wie das Bild aus Amerika hatten wir ja schon mal. Ne, dass
irgendwie aus rechtlichen Dingern kann das ZDF das nicht zeigen. Dann hieß es in irgendwelchen Foren auch oder auf ZDF-Seiten, ja, das wurde immer noch nicht digitalisiert und so weiter. Und ich raff das nicht. Kann ich mir das nicht bestellen? Sollen sie mir ein VHS davon schicken? Halt, so. Das kostet dann wahrscheinlich auch 100 Euro. Das wäre es mir fast wert, halt so, weißt du. Wie gesagt, ich verstehe nicht, dass ich das damals nicht auf Video aufgenommen habe. Gut, hätte ich jetzt eh nicht mehr. Wie so viele andere Sachen ja auch nicht mehr, dummerweise. Obwohl ich da anderes Thema lange gesammelt habe und so. Aber trotzdem geil, das zu sehen halt, gerade mit den Erinnerungen halt. Mutter am Staubsaugen, ich mit dem Kassettenrekorder davor am Aufnehmen. Und dann, der war so nah dran, weil ich dann auch schon immer wusste, wie der Sound sich am besten anhört, wenn man da mit dem eingebauten Mikrofon, das war ja, hast du ja nicht noch so ein extra Mikrofon gehabt am Kabel. Ich sag dir, ja, das war aufregend. So, dann guck ich mal, was das Mittagessen macht. Und ich sag, danke fürs Zugucken, das war die 350. Ausgabe von hier Star Wars. Keine Ahnung, Krimskrams, Schnickschnack, Humbug. Das ist doch Humbug. Humbug. Und ja, sind wir gleich wieder bei einer halben Stunde. Ich weiß es nicht, aber danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn ihr da ein bisschen recherchiert oder so, bitte ja, schreibt mir da mal irgendwie, sagt mir mal was dazu, ob ihr da noch was findet. Genauso wie gesagt, die alte Geschichte, hier Bilder aus Amerika, ne? Rückkehr der Jedi-Ritter vom ZDF halt. Ich meine, es war im Jahr 83, aber... Ich guck da mal, ne, werden wir wissen, es gibt eh Leute, die wissen das besser und so. Habt ihr ja gesehen, selbst die Expertin im Thema Krieg der Sterne konnte da auch kaum was beantworten. Jetzt weiß ich gar nicht, ob sie die eine Antwort haben gelten lassen, wenigstens, wo du sagst Metropolis, hier Maria halt so, ne. Das hat er ja selber gar nicht beantwortet und muss da 10-mal irgendwie auf sein Skript da gucken, auf seine Antworten. Egal, das war, ja, der große Preis, ne, hier Krieg der Sterne Spezialgebiet. Ich sag, Stichtag ist in 8 Tagen und bis dahin, tschüss, macht euch einen Knoten in den Arm, in die Nase. Peace and Justice, haut rein. Feierabend. So, ich mach aus den Kack hier. Tschüss. Tschüss. Und wir wollen hier auf der Erde nie vergessen. Stichtag für den großen Preis. Sonnabend in 8 Tagen.